Der erste Film der Kollektion ist Die Revolution frisst ihre Kinder, wo wir ohne Koketterie jetzt im letzten Jahr immer wieder gesagt haben, für uns eine der eigenwilligsten und besondersten Produktionen der letzten Jahre. Es ist einfach super, dass wir hier sein können, dass der Film jetzt läuft und jetzt doch endlich sein Publikum findet. Dass es überhaupt stattfindet, darauf freue ich mich am meisten. Also gerade eben drüben, als alle so kamen vom Schauspielhaus und so, dachte ich, ich habe wirklich fast geweint, weil ich dachte, oh mein Gott, sie sind alle wieder da. Der Wahnsinn. Also vor 2 Jahren sind wir durch Burkina Faso gelaufen, haben Filmszenen gedreht, von denen wir gar nicht wussten, dass die mal ins Kino kommen, und irre, also ein irres Gefühl. Man ist eigentlich woanders, also jetzt auch den dieser Corona-Zeit zu gucken, ist ja super körperlich und irgendwie, wir reisen zusammen, alle sitzen im Bus, das ist irgendwie eine andere Welt, braucht man jetzt gerade. Total geflasht mit diesem Ton, mit der Musik in dieser Größe. Das war ein unglaubliches Erlebnis. Wahnsinn. Also ich muss sagen, ich bin total hin und weg, weil ich den Film wirklich zum ersten Mal gesehen habe. Es war eine lange Reise und es war eine turbulente Zeit, und ich bin echt sehr glücklich, wie es rausgekommen ist. Und natürlich haben wir gedacht, das ist schon was Besonderes, was wir da vorhaben, aber es ist auch ein Risiko, also es hätte genauso gut scheitern können. Deswegen war ich auch relativ gerade sprachlos und musste nach Worten ringen, weil ich echt nochmal sehr emotional an die ganze Reise, die Vorbereitung, die Entstehungsgeschichte emotional erinnert wurde. Ich kann mir auch zig andere Varianten dieses Films noch vorstellen, und vielleicht ist die Reise heute noch nicht zu Ende. Das war noch nicht das Ende.